Heute Nachmittag kam die Nachricht, dass die Bundestagsabgeordneten Franziska Brandner und Felix Banaschak für den Vorsitz der Grünen Partei kandidieren. Diese Namen fielen schon, als Ricarda Lang und Omid Nuripur zurückgetreten sind. Das heißt, es wird der Verdacht bestätigt, dass das Ganze eine Inszenierung war. Man hat Ricarda Lang und Omid Nuripur gedrängt, zurückzutreten. Das heißt, konkret, man hat sie rausgeschmissen. Man wollte eben einen Neuanfang der Grünen Partei inszenieren, eben mit neuen Leuten, mit neuen Gesichtern und sagen, guckt, wir haben uns völlig verändert, ja, das ist alles Vergangenheit, die letzten Monate, ja, jetzt sind wir ganz neu aufgestellt. Denn der Wahlkampf für die Bundestagswahl 2025 beginnt. Und diese Nominierung zeigt eigentlich auch, in welche Richtung sich die Grünen bewegen wollen. Und zwar zu einem Kanzlerwahlverein für Robert Habeck. Denn insbesondere Frau Franziska Brandner gehört zu der ganzen, zur ganz engen Umgebung von Robert Habeck. Der Spiegel beschreibt sie folgendermaßen. Die 45-jährige Badenerin Franziska Brandner gilt als Habeck-Vertraute. Sie ist derzeit parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium. Nicht nur arbeitet sie in ihrem derzeitigen Job eng mit dem Wirtschaftsminister zusammen, sie galt auch als seine mögliche Wahlkampfmanagerin bei einer Kanzlerkandidatur. Und Herr Felix Banaschak, er gehört eigentlich zum linken Flügel der Grünen, aber er ist mit der Zeit immer mehr zum Pragmatiker geworden. Wenn Sie ganz alte Videos sehen, dann merken Sie, aha, das ist wirklich ein totaler Linker. Aber in letzter Zeit ist er nicht mehr so aufgetreten. Er ja, ist rasiert, er trägt Krawatte, Sakko, so redet er auch im Bundestag. Das heißt, er hat sich völlig irgendwie entwickelt, auch zumindest eigentlich von seinem Aussehen und will irgendwie als eine relativ normale und vernünftige Person aussehen und nicht eben wie diese ultralinken Grünen völlig seltsam und schrill. Ja, das heißt, es ist ganz klar, dass man sich irgendwie etwas normaler präsentieren will, als wie das in den letzten 3 Jahren gewesen ist. Aber man merkt auch Folgendes. Das heißt, das Ganze ist total rund um Robert Habeck organisiert. Er will die Partei komplett dominieren. Ob ihm das gelingt, ja, weiß ich nicht. Möglicherweise werden die Parteilinken irgendwie sagen, das geht nicht. Also wir wollen nicht zum Kanzlerverein, Kanzlerwahlverein von Robert Habeck werden. Ja, jedenfalls ist es so, dass die Bundesgrünen sich zu einem Bündnis Robert Habeck entwickeln. Und zwar sehr stark. Aber es ist eine zweite Sache, die hier auffällt. Und zwar, beides sind Leute, die aus dem Wirtschaftsbereich kommen. Ja, insbesondere Frau Franziska Brandner, wie ich gerade gesagt habe, sie arbeitet im Wirtschaftsministerium und möglicherweise möchte man damit das größte Problem von Robert Habeck ein bisschen aufwiegen und zwar seine völlige wirtschaftliche Unfähigkeit. Der Mann hat schlicht und ergreifend keine Ahnung von Wirtschaft und das weiß natürlich inzwischen jeder Deutsche. Ja, und damit kann er nicht irgendwie im Wahlkampf irgendwie trumpfen, abgesehen davon, dass die Wirtschaft natürlich in einem katastrophalen Zustand und das wird ihm eben zur Last gelegt. Alle Leute sagen, dass der Zustand der Wirtschaft in Deutschland, der katastrophale Zustand eben auf ihn zurückzuführen ist. In diesem Jahr wird Deutschland wieder schrumpfen um 0,1% und zwar im zweiten Jahr. So etwas hat es nie gegeben seit dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, die Wirtschaftslage ist wirklich desolat. Ja, und wahrscheinlich wird die Arbeitslosigkeit ein großes Thema beim kommenden Wahlkampf werden. Ja, und da kann natürlich Robert Habeck überhaupt nicht argumentieren. Und das soll möglicherweise diese Person, insbesondere Frau Franziska Brandner, irgendwie übernehmen, die ja auch sehr, sehr manierlich, also vom Aussehen könnte sie auch in der CDU oder in der AfD sein. Also sie sieht nicht irgendwie aus wie eine typische Grüne, ja, ist völlig schrill und ja, links und mit ohne Frisur und so weiter. Ja, also das ist meines Erachtens, was die hier planen. Das heißt, die wollen sich tatsächlich sehr bürgerlich präsentieren. Das heißt, wir haben es hier tatsächlich mit einem, ja, im Rahmen der Grünen, immer im Rahmen der Grünen gesagt, mit einem Rutsch nach rechts. Ob das Ganze funktioniert, das werden wir Mitte November in Wiesbaden erleben. Ja, denn die Linken müssen natürlich damit einverstanden sein. Die Linken sind zurzeit wirklich ziemlich ja im Hintergrund und sagen gar nichts, ja. Und ja, es ist ganz klar, dass die irgendwie sich nicht trauen, irgendwie groß was zu sagen. Das heißt, offensichtlich ist auch bei den Grünen, ja, die natürlich auch ihre Macht haben wollen, die denken auch ans Geld, die denken auch an die Posten, bei denen ist offensichtlich auch
die Botschaft angekommen, dass sich die ganze Öffentlichkeit, die ganze öffentliche Meinung in Deutschland nach rechts bewegt hat. So ist es einfach, ja. Und außerdem noch, wie gesagt, das größte Thema im Wahlkampf wird die Migration sein, aber das weit wichtigste Thema wird die Wirtschaft sein, ja, aufgrund dieser desolaten Lage, ja, und weil die ganze Industrie abwandert. Das heißt, die Arbeitslosigkeit wird steigen und Arbeitslosigkeit schafft Existenzangst. Das heißt, wenn an Angst existiert vor Verlust des Jobs, das prägt extrem die Leute. Ja, das macht Angst und das ist eine existenzielle Angst. Eine Angst, die sich sozusagen ja, ganz tief irgendwie ansiedelt. Und da ja, müssen die Politiker darauf reagieren. Ansonsten haben sie nicht mal ansatzweise eine Chance, irgendwie zu gewinnen. Offensichtlich wollen die Grünen eben nicht da bei 8% landen wie 2013, sondern vielleicht wollen sie doch wieder in Richtung 15% oder 20% gehen. Aber das Interessante ist Folgendes. Auch auf der Ebene der Landesparteien ändert sich da etwas. Das heißt, auch da versucht man sich konservativer zu präsentieren. Und insbesondere die Landesverbände versuchen sich zu präsentieren, dass sie eben koalitionsfähig sind bzw. bleiben für die CDU. Die CDU hat ja zumindest will eine markant rechtere Migrationspolitik betreiben und die Grünen in den Landesverbänden wollen jetzt auch signalisieren, sie sind damit einverstanden. Ich lese hier jetzt eine Nachricht aus der FAZ von heute, die im Grunde in dieselbe Richtung geht. Das heißt, sowohl die Spitze des Bundes wie in den Ländern versucht man sich eben konservativer zu präsentieren. Und zwar eine erstaunliche inhaltliche Neujustierung der Grünen bei den zentralen Themen Sicherheit und Migration findet als Konsequenz aus der dschihadistischen Messerattacke von Solingen derzeit über 3 Bundesländer statt, in denen die Grünen an der Landesregierung beteiligt sind. Gemeinsam mit Nordrhein-Westfalen bringen Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg an diesem Freitag 2 Initiativen in den Bundesrat ein. In allen 3 Ländern regiert die CDU mit den Grünen. Ich werde hier nicht auf die Details eingehen, vielleicht mache ich das in einem besonderen Video. Aber jedenfalls ist es so, dass wo die Grünen mit der CDU regieren, da wollen sie sich konservativer geben, ja, und im Grunde genommen Leute wie Hendrik Wüst und Daniel Günther unterstützen. Ja, also die im Grunde genommen sind das obergrüne CDUler. Aber jedenfalls, die Grünen haben darauf reagiert. Das heißt, sie wollen sich als solches präsentieren. Ja. Die Bundesinitiativen zeigen aus Sicht der grünen Landesverbände, wie weit sich die Umweltpartei beim Thema Migration und Sicherheit mittlerweile bewegt hat. Das ist zumindest, was sie zeigen wollen. Was dann am Ende in der Realität passiert, ist was anderes. Aus Sicht vieler Grüner liegt das auch an der derzeitigen gesellschaftlichen Debatte. Man zeige, dass man kompromissbereit sei und dass Schwarz-Grün weiter eine Option sei. Das heißt, die Grünen befürchten ganz klar eine Isolation. Das heißt, sie sind im Osten rausgefallen. Brandenburg, Thüringen, in Sachsen sind sie unbedeutend. Und im Westen haben sie Angst, dass sie im Grunde völlig isoliert sind, dass sie als so seltsam und grotesk irgendwie gelten, dass kein Mensch mit denen irgendwie koalieren will, weil niemand irgendwie der Auffassung ist, dass man mit denen überhaupt eine normale Politik machen will. Aber damit das Ganze überhaupt passiert, damit das Ganze zustande kommt, muss natürlich der linke Flügel ja, einverstanden sein. Also, ja, die müssen eben nicht revoltieren, ganz einfach. Allerdings sehen linke Parteimitglieder derzeit einen Widerspruch. Die Partei werde immer mehr realo, aber bei den jüngsten Wahlen habe sich das nicht ausgezahlt. Trotzdem werde die Partei aber wohl nun mit der Neuaufstellung der Führung in Berlin, also diese Frau Brandner und Herr Banaschak, noch mehr realo. Schließlich versuche derzeit der Parteiflügel um Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sogar beide Führungsposten zu besetzen. Laute Kritik wird daran aber nicht laut. Man versucht Geschlossenheit zu vermitteln. Ja, wie gesagt, die Landesverbände haben wirklich Angst und insbesondere in in Baden-Württemberg, denn dort sind kurz nach der Bundestagswahl eben auch Landtagswahlen. Und dort ist ja die Grünen leitet die Regierung, das ist eben Herr Kretschmann. Das heißt, Sie sehen eigentlich tatsächlich bewegt, passiert da relativ viel. Ja, die Frage ist, wie werden die ganzen Linken reagieren? Und das erklärt auch nochmal, warum der ganze Vorstand der Grünen Jugend nicht nur zurückgetreten ist, sondern austreten will. Das heißt, es ist völlig klar, dass im linken Milieu der Grünen wirklich, ja,
die Stimmung ziemlich miserabel ist. Das heißt, die haben im Grunde zwei Möglichkeiten. Das heißt, entweder versuchen sie tatsächlich eine Revolte gegen Robert Habeck zu machen und sagen, pass mal, wir wollen eigentlich tatsächlich so, wo wir jetzt sind, eine richtig linke Partei zu machen und einen Kontrast zu bilden zu den zur SPD und zur Bünde Sahra Wagenknecht. Das heißt, wir versuchen, das ganze linke Wählerspektrum zu vereinnahmen. Ja. Oder, ja, sie halten die Klappe oder sie suchen sich andere Parteien aus und folgen der Grünen Jugend. Also so sieht das aus. Das ist eigentlich erstaunlich. Ich habe gedacht die ganze Zeit, dass sich die Grünen ganz klar in Richtung links bewegen würden. Aber es scheint so zu sein, dass die Angst vor der Isolation und dem Machtverlust natürlich so groß geworden ist bei den Grünen, dass das nicht mehr, das überwiegt. Und dann ist tatsächlich die Analyse von diesen ganzen Vorständen der Grünen Jugend sogar berechtigt. Die sagen, ja, mit den Grünen kann man keine richtige linke Politik machen. Ich meine, das ist jetzt alles aus der Perspektive der Linken gesehen. Die Grünen sind nach wie vor eine linke Partei und eine zerstörerische Partei. Ich halte die Grünen nach wie vor für die gefährlichste Partei in Deutschland, weil sie auch diesen unglaublichen Hang zur Autokratie haben. Die wollen Zensur einführen und so weiter und so fort. Das wird sich nicht so schnell ändern. Aber zumindest was Wirtschaft und so weiter betrifft, scheint es tatsächlich so zu sein, dass sie irgendwie die Isolation befürchten und deshalb wollen sie weiterhin anschlussfähig sein an die CDU, die natürlich zurzeit mit den besten Umfrageergebnissen steht und wohl sicherlich die kommende Bundesregierung eben leiten wird.